Diese Hand hier, das lässt sich ganz leicht erkennen, kann mit Bleistift und Pinsel sehr, sehr gut umgehen. Kein Wunder, der Mann macht das professionell. Er ist Maler und Grafiker. Thomas Bühler, ein Berliner, der seine Leidenschaft lebt und andere auch daran teilhaben lässt. Als Künstler nämlich und als Lehrer. Jetzt sind seine Bilder in Potsdam zu sehen. Wieder einmal ein schlichter neuer Bau in Berlin. Und dennoch gibt es daran etwas zu entdecken. Glasmalerei. Auf einer Eisenbahnfahrt zwischen Berlin und Potsdam hat sie Thomas Bühler entworfen. Viermal die Woche fährt er diese Strecke, sein Arbeitsweg, den er immer zum Zeichnen nutzt. Ja, das sind vor allen Dingen auch innere Bilder, die ich zeichne. Ich habe so eine ganze Bilderwelt im Laufe der Jahre entwickelt, aus der ich immer wieder schöpfe. Gelegentlich werde ich angesprochen, manchmal entwickeln sich interessante Gespräche oder sogar auch Kontakte. In Potsdam Medienstadt ist der 57-Jährige ein gefragter Ratgeber. Seit 8 Jahren unterrichtet Thomas Bühler an der Medienschule Babelsberg junge Leute in den Fächern klassisches Zeichnen und Typografie. Die zukünftigen Mediengestalter sollen heute ihr Traumhaus entwerfen, aus verschiedenen Perspektiven, um die räumliche Darstellung zu üben. Ich begeister mich auch sehr für die Talente. Und ich freue mich sehr, wenn ich sehe, wie junge Leute auch, wie ich damals auch, das in sich entdecken, Ehrgeiz entwickeln, das weiterzuentwickeln. Und ich habe hier eine Möglichkeit, etwas weiterzugeben, was ich selber auch gerne gehabt hätte. Einige von Ihnen wollen bald schon Computerspiele entwerfen. Da muss man räumliches Zeichnen perfekt beherrschen. Wenn ich, wie soll ich das am besten erklären, halt Menschen, sage ich mal, in einer 3D-Perspektive so zu zeichnen, dass ich sie, wenn ich sie im Spiel habe, dass sie auch irgendwelche Bewegungen machen können oder solche Sachen halt. Das ist schon sehr hilfreich hier auf jeden Fall. Auf der Heimfahrt. Hunderte Zeichnungen sind dabei entstanden. Es ist wie eine Sucht. Ich habe ganz früh schon Freude empfunden daran. Und wenn man merkt, dass es gelingt, treibt es einen einfach immer weiter. Zusammen mit anderen Künstlern schuf Thomas Bühler vor 20 Jahren eine neue Stilrichtung, den skurrilen Realismus. Ausgangspositionen sind oft Alltagsthemen, die wir dann ins Fantastische übertreiben. Und dann hat sich in der Laune, wie das oft so ist, hat man so eine Kombination mal probiert und hat gesagt, ja, irgendwie Surrealist bin ich auch nicht. Es ist eher so was Skurril-Realistisches, Skurrealismus. Und damit war der Begriff geboren. Thomas Bühler hat in Münster Grafik und Design studiert, gehörte zu den Gründern mehrerer Künstlergruppen. Im In- und Ausland wurden seine Arbeiten ausgestellt, manche erhielten Preise. Seit 25 Jahren lebt er in Berlin und schöpft hier aus dem Vollen. Die Palette an Themen scheint unerschöpflich. Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Hierarchien spielen eine Rolle. Wer fühlt sich wem übergeordnet, untergeordnet, all diese Geschichten. Mit Pinsel, Farbe und Zeichenstift zeigt er das, was uns oft gar nicht mehr auffällt, an uns und unserer Umwelt. Und das respektlos oder auf sympathische Weise. Das quirlige Leben. Er befindet sich mittendrin.